Wir können anfangen, aber ihr könnt auch noch erstmal 5 Minuten Krach machen, wenn ihr wollt. Ich nehme an, das soll heißen, es geht los. Ich eröffne hiermit die Versammlung. Ich bitte um Einhaltung der Auflagen, 1,5 Meter. Maskentragen ist nicht erlaubt. Es darf nicht gegessen werden wegen... Warte mal, ach so, wie ist denn das jetzt? Darf man jetzt wieder essen ohne Maske? Also wahrscheinlich dürft ihr wieder essen. Aber keine Hunde essen. Also keine Hunde mitbringen, aber ihr dürft essen. Danke! Bitte! Mahlzeit! Mahlzeit! So, ich habe gestern erfahren, dass ich heute noch eine Demo anmelden will. Jetzt war das ein bisschen kurzfristig. Danke, ja. Trifft sich gut, dass gerade zufällig so viele Leute in der Stadt sind. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Spaziergang. Oh, war das schön. Meine Vorbereitungszeit war ein bisschen kurz. Zwischen Kinder zur Musikschule bringen, abholen, hin und her und noch was. Entsprechend ist jetzt die Rede ein wenig aus dem Ärmel geschüttelt und noch nicht so ganz draußen. Aber ich hoffe, ihr werdet es mir nachsehen. Ich habe mir ein paar Gedanken gemacht. Also angemeldet eigentlich war das hier, Entschuldigung, als Satire-Demo. Und der Gedanke war, ich vertrete die Regierung und lasse mal die Gegenseite zu Wort kommen. Aber ihr habt ja den Redebeitrag schon an der Schwanenteichanlage genossen. Drum mache ich jetzt einfach auch einen ernsten Beitrag. Das Leben ist ja sowieso zur Realsatire verkommen. Und zwar, ich habe mir Gedanken gemacht, wo leben wir eigentlich gerade? In was für einem Zustand des Staates und wie ist es dazu gekommen und wie kann eigentlich ein Aufbau von einem Gemeinwesen sein, dass das, was jetzt passiert ist, die letzten 2 Jahre nicht mehr passieren kann. Ein paar wirre Gedanken, ein paar Fragen, vielleicht schicke ich euch heim mit ein paar neuen Gedankenanregungen. Ich werde nicht alles beantworten heute, weil ich auf viele Fragen auch keine Antwort weiß, aber so eine Demonstration ist ja auch ein Forum, um sich auszutauschen, um ins Grübeln reinzukommen, um über neue Ideen nachzudenken. Ja, mir schwebt es schon seit längerem im Kopf, mal eine Rede zu machen zum Thema Staatsaufbau. Also wie müsste ein Staat aussehen, dass man in Frieden und in Freiheit leben kann? So, dass das, was jetzt gerade passiert, einfach gar nicht möglich ist. Unser Staatsaufbau nennt sich in der Theorie eine freiheitlich-demokratische Grundordnung. Freiheitlich bedeutet zum ersten Freiheit. Und dann stellt sich gleich die Frage nach der Einschränkung der Freiheit, weil es gibt Situationen, wo vielleicht Freiheit einschränkbar sein sollte. Man stelle sich jemanden vor, einen Drogenabhängigen, der einfach seine Sinne nicht mehr beisammen hat und eine offene Tuberkulose. Da gibt es im Infektionsschutzgesetz bisher auch Möglichkeiten, solche Leute in Gewahrsam zu nehmen, um sie vor sich selber und die Gemeinschaft vor diesen Menschen zu schützen. Ja. Das ist etwas, das gab es bisher und das war eigentlich auch gesellschaftlich akzeptiert. Was wir jetzt erleben, ist, dass diese Unkrankvermutung, die eigentlich für den größten Teil der Gesellschaft immer galt, umgedreht wurde in eine ungesunde Vermutung.
in eine Krankvermutung. Und genau dieses Infektionsschutzgesetz missbraucht wurde, die Freiheit massiv einzuschränken. Und ich stelle mir da manchmal die Frage, ist es vielleicht der Preis der Freiheit, dass wir sie gar nicht einschränken dürfen? Und Bedrohungen der Freiheit vielleicht nur in Würde ertragen können, weil wenn wir einmal ein Einfallstor schaffen zur Einschränkung der Freiheit, ist genau das die Blaupause für eine nächste Machtergreifung, für einen Putsch, für einen Missbrauch dieser Freiheit. Es ist nur ein Gedanke. Ich weiß natürlich, im Totalen geht das nicht. Ich bin hier in der Stadt, ich wohne in Heidelberg. Meine Kinder fahren hier Fahrrad. Ich bin froh, dass es hier Fußgängerzonen gibt, regelbasiert. Freiheit ist eingeschränkt. Man kann mit seinem SUV nicht hier mit 180 Sachen durch die Gassen fahren. Da ist für mich die Freiheitseinschränkung okay. Ja, ich habe selber meinen Vater verloren 2014 durch einen Verkehrsunfall in der Stadt. Tempo 30 wird er vielleicht noch leben. Ich bin für Tempo 30. Ihr würdet dafür stimmen. Ja, viele, denke ich mal, von euch, die würde das massiv stören. Aber ich stehe dazu. Ich würde dafür stimmen. Aber ich akzeptiere auch, dass es momentan noch anscheinend nicht mehrheitsfähig ist. Und dann ist es so. Und dann muss man das ertragen. Ja, diese Bedrohungen der Freiheit. Wenn man allerdings die Freiheit hat, zu demonstrieren, ja, unter freiem Himmel, ja, und man liest dann die Einschränkungen durch Gesetze dazu, ja, und wenn man sich über diese Gesetze hinwegsetzen würde in irgendeiner Form, dann würde man sogar bis zur Entrechtung, ja, könnte es gehen. Ja. Ja? Das ist unvorstellbar. Das Demonstrationsrecht ist stark eingeschränkt worden in den letzten 2 Jahren unter dem Vorwand, wir meinen es ja gut mit euch. Und diese Auflagen sind zum Teil so, dass viele Leute gar nicht demonstrieren können, ja, oder unter diesen Auflagen nicht wollen. Und wo kommen wir dahin in einem Staat, wenn eine politische Meinungsbekundung quasi nicht mehr möglich ist? Man stelle sich vor, irgendein Gesundheitsminister kommt morgen um die Ecke und sagt, es ist gesund, auf einem Bein zu hüpfen. Und wer das nicht tut, steckt andere an. Ja. Und dann muss ich vorlesen, Versammlungsauflage, ihr müsst auf einem Bein hüpfen. So, viele Leute können das halt einfach nicht oder nicht mehr oder sie haben nur ein Bein, was weiß ich. Und wenn man dann dagegen protestieren will, dann darf man das nur auf einem Bein machen. Nee, also da stimmt was nicht. Ja, und so ist es für mich auch mit diesen ganzen sonstigen Regeln. Bar jeglicher Begründbarkeit, Evidenz. Es sind keine Naturgesetze, die zu diesen Auflagen führen. Könnte ich ja. Es ist ja blanke Willkür. Es ist eine politisch-mediale Herrschaftsklasse, die Angst hat davor, für ihre Fehler gerade zu stehen. Nicht nur politisch, sondern auch vielleicht angeklagt zu werden. Dafür zu haften, was sie angerichtet haben. Und nach meinem Dafürhalten ist genau das im 20. Jahrhundert dreimal passiert, dass eine politisch-mediale Elite den Bezug zur Realität verloren hat und in ihrem Abwärtskampf die eigenen Machtpositionen zu erhalten, alles mit sich in den Abgrund gerissen hat, nur um dieser Realität zu entgehen. Das geht eine Weile, aber es wird halt immer schlimmer und das Aufwachen wird immer schmerzhafter und der Zusammenbruch wird immer totaler. Und deswegen stehen wir hier, weil wir keinen totalen Zusammenbruch wollen, sondern weil wir diesen Staat legitimieren wollen in der Art und Weise, wie er sein soll. Freiheitlich, demokratisch, mit Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit. Freiheitlich, demokratische Grundordnung, Demokratie. Demos ist das Staatsvolk, Kratos ist die Herrschaft, die Macht, die Gewalt. Demos, Kratos. Herrschaft des Volkes klingt irgendwie immer noch nach Herrschaft. Da bin ich ein bisschen empfindlich geworden die letzten 2 Jahre. Vielleicht gar keine Herrschaft. Das wäre aber irgendwie auch nicht gut. In einer Demokratie herrscht das Volk,
über das Volk. Das scheint mir trotzdem immer noch besser zu sein, als wenn wenige über alle anderen herrschen. Das wäre nämlich eine Oligarchie oder Oligokratie. Ja, Oligo sind wenige auf Griechisch. Es gibt da verschiedene Einordnungen. Ein griechischer Philosoph, dessen Name mir jetzt entfallen ist, der hat sich dazu darüber mal Gedanken gemacht und er hat auch gesagt, bei einer Volksherrschaft gibt es auch zwei Formen. Einmal die, die dem Gemeinwohl verpflichtet ist, das ist die Demokratie. Und dann gibt es noch die, die sozusagen dem Eigennutz sich widmet, ne? Nennt sich dann Ochlokratie, Pöbelherrschaft. Was man alles lernt bei der Vorbereitung zu einer Rede. Ja, freiheitlich-demokratische Grundordnung. Grundordnung bedeutet sowas wie Fundament, auf dem wir stehen. Ne? Das ist die Grundordnung unseres Gemeinwesens. Es ist regelbasiert, ja, auch wenn ich bei dem Wort Regeln ein bisschen Schwierigkeiten entwickelt habe, das zu hören in den letzten 2 Jahren. Aber es ist schon so, in der Grundordnung, wir erarbeiten gemeinsam Regeln und wir halten uns daran. Und ein Staat funktioniert in der Form, dass wir einander vertrauen, dass sich alle anderen an diese Regeln halten. Ja. Ein Richterspruch zum Beispiel, das ist Schall und Rauch. Ja. Aber wir vertrauen darauf, dass wir uns dran halten und dass andere sich dran halten. Und dann funktioniert das auch. Vertrauen ist die Währung in einem Gemeinwesen. Und ein Gemeinwesen, das das Vertrauen ineinander verloren hat, das kollabiert sehr, sehr schnell. Ja, und das ist dann ein sogenannter Failed State. Ein Staat, der nicht mehr funktioniert. Ohne Vertrauen ist zum Beispiel das Vertrauen in den Wert des Geldes. Das ist ein Stück Papier. Ein bisschen lustig bedruckte Metallrundlinge. Wenn wir morgen unser Vertrauen in diese Währung verlieren, dann können wir dabei nicht mehr bezahlen. Wie bezahlen wir dann? Geht dann wieder Tauschwirtschaft los? Hier. Welche dieser Regeln, dieser Grundordnung, was ist uns angeboren, was ist anerzogen, was ist kulturell bedingt? Haben wir Menschen ein Gespür für richtig und falsch? Ich denke, teilweise schon. Es gibt aber auch Kulturen, da ist es üblich, seine Vorfahren zu verspeisen. Es gibt Kulturen, da ist es üblich, Menschen zu opfern. Es gab Kulturen, da war es ein Privileg, wenn man sein Kind den Göttern opfern durfte. Also wir sollten... Ja, das war jetzt eher in Südamerika. Aber also wir sollten vorsichtig damit sein, immer vorschnell zu sagen, was richtig und was falsch ist. Das kann sich im Lauf der Zeit sehr, sehr wandeln. Essentieller Pfeiler so einer demokratisch-freiheitlichen Grundordnung ist für mich Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. Theoretisch haben wir das. In der Praxis haben wir gesehen, das hat nicht so gut funktioniert die letzten 2 Jahre. Das Grundgesetz zieht rote Linien. Wenn ein Bundeskanzler das leugnet, dann stellt er damit eigentlich unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung in Frage. Aber anstatt, dass dieser Mann für diese gefährliche Delegitimierung des Staates zur Verantwortung gezogen wird, verfolgt man jene, die genau in diese Wunde den Finger legen und das aufzeigen, die eigentlich Legitimierer des Staates sind, indem sie genau diese Regeln wieder einfordern, Rechtsstaatlichkeit und Gewaltenteilung. Aber es ist leider in der Geschichte immer wieder üblich gewesen, dass man schlechte Nachrichten nicht das Übel bei der Wurzel packt, sondern die Überbringer der schlechten Nachricht meuchelt. In der Situation befindet sich jetzt die Querdenkerbewegung, denn für sie wurde extra ein neuer Straftatbestand oder ein Sachverhalt für den Inlandsgeheimdienst etabliert, nämlich nicht Rechtsextremismus oder Linksextremismus, sondern
Ihr seid gefährliche Delegitimierer des Staates. Mir fehlen die Worte für so eine Verdrehung der Realität. Was müsste man ändern, dass es nicht mehr passiert? Opfern! Gewaltenteilung. Ja. Also Judikative, Exekutive, Legislative. Die Judikative ist die rechtsprechende, ja? Ganz von vorne anfangen. Ganz von vorne anfangen. Neue Verfassung. Neue Verfassung, ja, ja. Hauptartikel 146. 146, alt, genau. Originäre Verfassung. Erstmal den ganzen alten Müll weg. Ja. Ganz neu anfangen. Also, drum und dran. Du willst 20 Jahre. Davon. Richtig. Im Grundgesetz ist eigentlich vorgesehen, dass sobald Deutschland wieder ein souveräner Staat wird und vereinigt, dass wir dann uns eine eigene Verfassung geben. Das ist bis heute nicht geschehen. Ja, und das Grundgesetz war mal ein ganz guter erster Wurf, aber es hat doch einige Mängel. Ja, und die fallen uns jetzt genau auf die Füße. Wir brauchen eine Rechtsprechung, die wirklich unabhängig ist. Ja. Das fängt bei so kleinen Lappalien an, wie ein Richter ist zwar unabhängig, aber das Konto, von dem er seine Beamtenbezüge bekommt, wer hat die Verfügungsgewalt über dieses Konto? Das ist ein Politiker. Das ist nicht richtig. Das sind Kleinigkeiten. Die Rechtsprechung müsste sich eigentlich viel, viel mehr distanzieren von der Politik. Sie müsste entweder die Richter sich gegenseitig selber in die höheren Positionen wählen oder das Volk wählt zum Beispiel die Richter für einen Stadtteil selber, weil dann hat man eine Möglichkeit, dass man diese Menschen kennt, weil man sie auf einem Stadtteil festzieht, vom Kindergarten, von der Schule, vom Kleingärtnerverein. Dann kennt man diese Menschen und weiß, wen man sich da ins Richteramt holt, weil das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Funktion im Staat, wer ist Richter. Das sind so die Kleinigkeiten. Das geht aber dann hoch bis zum Bundesverfassungsgericht. Ein Bundesverfassungsgericht, dessen Mitglieder von der gleichen Legislative gewählt werden, deren Gesetze dieses Bundesverfassungsgericht auf Verfassungsmäßigkeit prüfen soll. Da wählen die zu Kontrollierenden ihre Kontrolleure. Das kann nicht funktionieren. Das muss sich dringend ändern. In der Exekutive geht es gerade weiter, auch dort viele Baustellen. Zum Beispiel Staatsanwälte sind gegenüber machthabenden Politikern weisungsgebunden. Ja, das heißt, wer verfolgt eigentlich strukturell Regierungskriminalität? Keiner. Das geht gut, solange alle genügend Anstand haben. Und mir scheint, nach dem Zweiten Weltkrieg hat es auch ein paar Jahrzehnte funktioniert in Westdeutschland. Aber das ist jetzt 2-3 Generationen her. Und damals hatte dieses Grundgesetz auch schon gewisse Mängel. Aber es gab noch einen Anstand in der Bevölkerung, weil man wusste, wo es hinführt, wenn wir uns nicht an diese ungeschriebenen Regeln halten. Und mir scheint, dieser Anstand ist weg. Eine Regierung dürfte für mich eigentlich nur Gesetzesvorlagen erarbeiten. Abstimmen muss eigentlich immer das Volk können zumindest. Ja, das steht eigentlich auch so drin. Artikel 20. Ne? Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und wird in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. So, an Wahlen kann ich mich erinnern. An meine letzte Abstimmung auf Bundesebene nicht. Und da fehlt mir was. Ich bin seit 5 Jahren Mitglied in einem Verein Mehr Demokratie e.V. Der setzt sich genau dafür ein. Bin mir noch nicht sicher, ob das funktioniert oder ob das genau das Gegenteil bewirkt, aber sowas brauchen wir.
mehr Beteiligung des Volkes. Wir haben de facto einen Fraktionszwang. Das ist ein Wort, das es gibt, das gibt es aber nicht im Grundgesetz. Ein Abgeordneter ist nur seinem Gewissen unterworfen. Und das sehen wir im Alltag. Er ist dem Fraktionszwang unterworfen. Das ist gefährlich. Unsere Polizeipräsidenten, die also hier jetzt zum Beispiel, wir gehören zum Polizeipräsidium Mannheim. Da gibt es einen Polizeipräsident, der ist für Mannheim, Heidelberg und ich glaube auch den ganzen Rhein-Neckar-Kreis zuständig. Der wird ernannt vom Innenminister. So. Die Polizei ist die einzige bewaffnete Gruppierung im Land. Wenn jetzt mal rein hypothetisch eine Regierung einen Scheiß baut und sie hat Glück, Regierungskriminalität wird nicht strukturell verfolgt, weil Staatsanwälte weisungsgebunden sind. Und sie hat Angst, dass sie für diese Verbrechen vielleicht gerade stehen muss, dann ist sie momentan in der Lage, per direktem Befehl die Polizei zu missbrauchen für den eigenen Machterhalt. Das ist eine grundfalsche Konstellation. Wir dürfen uns noch nicht mal per Gesetz davor schützen. Ja, also ich habe zum Beispiel bis vor 2 Jahren die Waffengesetze in den USA massiv belächelt. Ja, ich war noch ein Gutmensch, linksgrün versifftes Bildungsbürgertum. Ich will nicht, dass wir jeder frei Waffen tragen dürfen. Da habe ich noch Bauchschmerzen damit. Aber ich belächle zumindest Menschen in den USA nicht mehr, wenn sie dafür einstehen. Weil vielleicht ist das der Preis der Freiheit, dass wir eben keine absolute Sicherheit haben. Und eine Regierung, die eben nicht die Gewalt hat über die einzige bewaffnete Menschenmenge im Staat, sondern der etwas gegenübersteht, da herrscht ein Gleichgewicht des Schreckens, ja, wie man im Kalten Krieg gesagt hat. Und das führt dann eher dazu, dass es nicht mehr Gewalt gibt, sondern vielleicht weniger. Ich weiß es nicht, es sind nur so Gedanken. In Amerika ist das aber nicht so. Die Polizei darf zum Beispiel Wasserwerfer einsetzen, sie darf Gummigeschosse einsetzen, gegebenenfalls. Aber ich darf keinen Helm tragen, ja. Keine Gasmaske. Ja. Polizei hat er gerade gesagt, Polizei darf Wasserwerfer einsetzen, Gummigeschosse, aber als Demonstrant Pfefferspray. Aber man selber darf das nicht. Ich darf mich auch nicht davor schützen. Man darf sich nicht mal davor schützen. Ach Gott. Das steht. Bis jetzt war ich nicht so gewalttätig, deswegen war mir das nicht aufgefallen. Ich glaube auch, dass wir grundsätzlich Verbesserungen nur über Frieden und über Dialog erreichen können und nicht über Konfrontation und Hass und Hetze, wie es uns die Regierung vorhat. Wir haben es von Polizeipräsidenten. Man stelle sich vor, der wird nicht ernannt vom Innenminister, sondern der wird von uns direkt gewählt. Wir Heidelberger wählen unseren eigenen Polizeipräsidenten. So, wenn wir dann in so einer Situation wären, wo man die Regierung abgleitet ins Totalitäre, dann kann ein Innenminister sagen, knüppeln Sie mal die Leute da nieder, das sind ja alles Terroristen. Bisher, wenn da ein Polizeipräsident widersprochen hat, war er sein Job los. Ja, die Karriere im Eimer, wenn er Glück hatte. Oder noch schlimmer. Aber wenn wir den direkt wählen, dann wäre er uns verpflichtet und nicht der Regierung. Und dann könnte der sagen, Herr Innenminister, schön und gut, Sie können mich mal am Arsch lecken. Ja. Heute ist es eigentlich schon so. Ein Beamter, der seinen Beamteneid schwört, der schwört auf Volk und Verfassung. Der könnte heute schon sagen, du kannst mich mal. Aber in der Praxis war da ein Problem. Und diesen Zwiespalt darf es nicht mehr geben. Ja? Der Eid würde der gleiche bleiben. Wahlen.
Wahlen müssen wir auch einiges verbessern. Was mir große Sorgen macht, ist der zunehmende Anteil von Briefwählern und das offensive Werben dafür. Warum? In einem Wahllokal, da kann ich von morgens bis abends drin sitzen und ich kann mitzählen, kontrollieren, ob alles richtig läuft. Es ist für jeden ersichtlich. Zettelwahl, nicht Computerwahl. Ja. Wahlcomputer gehören abgeschafft. Das darf es nicht geben. Das wäre zwar bequem, ja, ich bin selber selbstständig im IT-Bereich und programmiere Datenbanken, aber damit ist es nur von einer Elite kontrollierbar. Und das ist dann wieder Herrschaftswesen. Das darf es nicht geben. Briefwahlen sollten wieder zurückgeführt werden auf das, was das Bundesverfassungsgericht in den 60er Jahren eigentlich mal gesagt hat. Nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen. Denn Briefwahlen sind technisch und organisatorisch beeinflussbar. Warum? Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen in den Wochen vor der Wahl, die liegen nachts alleine im Keller vom Rathaus. Das ist ein Raum oder mehrere. Und Zugang zu diesen Räumlichkeiten haben nur Menschen, die machthabenden Politikern gegenüber weisungsgebunden sind. Ich will nicht sagen, dass es passiert. Ich will nur sagen, das ist keine Konstellation, der man vertrauen kann. Und Vertrauen ist so wichtig in einem Gemeinwesen, habe ich vorhin ja gesagt. Deswegen darf es Briefwahl nur in ganz begründeten Ausnahmefällen geben. Im Saarland war jetzt Wahl und 40% der Wähler haben von ihrem Wahlrecht keinen Gebrauch gemacht. Das ist fast die größte Partei. Sie haben eine Wahlbeteiligung von 60%. Nee, das ist sogar die größte Partei, weil die SPD hatte zwar 43%, aber nur von den 60% Wahlbeteiligung. Das heißt, de facto hat jetzt die SPD eine Alleinregierung im Saarland mit einer 25% Partei und sie bestimmt über die anderen drei Viertel. Das ist nicht richtig. Dazu gehört zum einen, überlegt, ob man die 5%-Klausel in der Form beibehält oder ob man sie nicht einfach abschafft. Ja. Das heißt nicht, dass eine Partei mit 0,0004% Stimmen reinkommt, sondern ein Bundesland mit hypothetisch 100.000 Einwohnern und 100 Sitzen, ja, da vertritt halt ein Parlamentarier ungefähr 1.000 Bürger. Ja. Und wenn einer halt 1.000 Stimmen hat, dann ist das ein Votum des Volkes und das darf nicht ignoriert werden. Zweitens würde ich vorschlagen, wenn 40% nicht wählen gehen, wäre es nicht mal ein Gedankenexperiment, ob man sagt, okay, und die restlichen Sitze, die füllen wir jetzt auf mit Menschen, die wir zufällig aus dem Melderegister ziehen. Und zwar alle. Jung, alt, gesund, krank, Kinder. So, Menschen, die hier wohnen. So. Und dann haben wir nämlich ein Problem im Parlament, weil man müsste sich endlich mit Inhalten beschäftigen. Ein Stimmenfeld für unzufrieden, ja. Gut, aber wie vergibt man dann die Sitze? Da würde man hinterher fragen, warum sind die Leute unzufrieden? Was ja. ist los? Also wenn 40% nicht wählen gehen, ist es schon ein ziemlich deutliches Votum, dass man nicht zufrieden ist. Wenn jetzt im Saarland eben 40% der Sitze zufällig irgendwelche Bürger wären, ja, dann gäbe es zwar ein Parlament und da gäbe es auch Fraktionen, aber es gäbe auch eine große Fraktion der Fraktionslosen, der Ungebundenen, der Unparteiischen. Und sollte es dann zu einem neuen Gesetzesentwurf kommen, kann das jeder vorschlagen, auch jede Fraktion, aber man muss jedes Mal das Gesetz so gut machen, dass es eine Mehrheit findet. Und es ist ein ganz, ganz anderer Vorgang als bisher. Bisher ist es so, alle, die nicht gewählt haben, deren Stimmen werden quasi verteilt auf die anderen. Und das ist einfach falsch. Das ist nicht der Wille des Volkes. Nein,
Parteien mehr. Parteien abgeschafft, keine Parteien mehr. Ja. Bin ich jetzt ein wenig im Zwiespalt, weil ich, nachdem ich lange keiner Partei angehören wollte, letztes Jahr gedacht habe, scheiße, so geht's irgendwie auch nicht, wir müssen da raus. Vielleicht, ja. Also, vielleicht müssen wir einen Zustand schaffen, wo es eigentlich keine Parteien mehr braucht. Das Problem ist, um dahin zu kommen innerhalb unseres Systems, braucht man eine Partei. Also das ist ein bisschen doof. Mal gucken, wir wissen nicht, wie es ausgeht. Man wird sehen. Manchmal ist es auch nicht wichtig zu regieren, sondern der Stachel zu sein, der ein großes Ungetüm in Bewegung bringt. Ja, wissen wir um den Wert der Freiheit, wenn wir sie lange selbstverständlich hatten? Brauchen wir, also so schlimm das klingt, also anscheinend kommt die Menschheit ohne Krieg manchmal nicht aus. Vielleicht, ich will nicht sagen, dass ich das befürworte oder gut finde, aber ich frage mich, woher weiß man, was Frieden ist, wenn man nicht weiß, was Krieg ist? Und vielleicht können wir den Frieden, haben wir verlernt, das zu schätzen und rennen jetzt als Gesellschaft erst in den mentalen Bürgerkrieg und lassen uns jetzt in den nächsten Krieg ziehen und verstehen gar nicht zu sagen, nein, halt, wir machen nicht mit. Wie können Mechanismen sein, dass sich Teile von Staaten aus größeren Staaten herauslösen können, dass Staaten fusionieren können, dass ohne Krieg Menschen ihr Selbstbestimmungsrecht der Völker wahrnehmen? Denn das war immer wieder Anlass für Kriege, dass eben Teile sich rauslösen wollten oder andere beherrschen wollten. Und wie kriegen wir sowas friedlich hin? Das muss doch gehen. Das kann nicht nur mit Waffengewalt gehen. Da muss es doch für Mechanismen geben. Mir fällt gerade keins ein, aber vielleicht müssen wir darüber nachdenken. Vielleicht ist auch das Konzept Nationalstaat, wie wir es seit dem 19. Jahrhundert haben, überholt. Ich weiß es nicht. Ich stelle mir viele Fragen in dieser Zeit. Medien. Wie sieht eine gesunde Medienlandschaft aus? Ich weiß nur, so wie jetzt ist es nicht gesund. Die öffentlich-rechtlichen Medien, von denen ich eigentlich ein großer Fan war früher, würde ich am liebsten nur noch abschalten. Also da fällt mir nichts mehr ein. Diese öffentlich-rechtlichen Medien haben sich dermaßen hervorgetan mit Hass und Hetze gegen Andersdenken. Es ist weiterhin kaum auszuhalten. Und das Problem ist, sie sind de facto Teil unseres Staates. Ja, in den Verwaltungsräten, in den Aufsichtsräten der großen Medien, öffentlich-rechtlichen, da sitzen Politiker. Also auch hier wieder eine Situation, wenn die Medien die vierte Gewalt sind, Exekutive eine, wieder eine Situation, wo die zu Kontrollierenden ihre Kontrolleure kontrollieren. Das kann nicht funktionieren. Die Öffentlich-Rechtlichen haben zum Teil auch viele schöne Filme, gute Naturdokus. Nachrichten kann man zwar nicht mehr gucken, aber ich würde sagen, wer dieses Programm schauen will, der kann ja dafür zahlen und da kann er das auch gucken, aber ich will dafür nicht mehr zahlen. Ganz abstrakt, wir brauchen Strukturen in vielfältiger Hinsicht, die sich selbst erneuern können und reformieren, die Effizienz sicherstellen. Unser aktueller Staatsaufbau hat sicherlich eine Weile ganz gut funktioniert und wie vorhin gesagt, ein guter Teil davon war der Anstand einer Nachkriegsgeneration, der die Lücken gefüllt hat, die dieser Staatsaufbau trotzdem schon hatte. Und er war eigentlich ganz okay, zumindest hat es sich so angefühlt. Aus heutiger Sicht wissen wir, dass auch manches damals schon nicht in Ordnung war, aber es hat sich eigentlich freiheitlich und demokratisch angefühlt.
Mittlerweile scheint es mir so, dass sich dieses System nicht mehr so richtig gut reformieren kann. Und es ist so wie erstarrt. Es reagiert mit Abwehrreflexen. Und die Zeiten, die wandeln sich aber von allein. Und ein System, das sich nicht anpassen kann, klar kann es sich eine Weile noch wehren, aber über kurz oder lang wird es implodieren. Und das wäre schade, weil solche Revolutionen, die dann unweigerlich passieren, die sind immer mit viel Leid, Gewalt und Brüchen verbunden. Und dafür plädiere ich für ein System, das sich von innen heraus reformieren kann, auch wenn es manchmal wehtut. Ja? Aber wenn es sich nicht reformieren kann, dann erstarrt es und da tut es nachher noch mehr weh. Ja, und das sind dann Zusammenbrüche von Systemen. Zum Beispiel, was wir aus der neueren Geschichte kennen, ist der Zusammenbruch des Sowjetimperiums. Ja? Und das sind, wir kennen ja alle Leute aus der DDR zum Beispiel, die traumatische Biografien dadurch haben. Erwerbsbiografien abgebrochen, Familien versprengt, ja, aufgrund der Erwerbssituation, die notwendig war. Auch in der Sowjetunion, im Endeffekt spüren wir das ein Stückchen bis heute, ja, dass Menschen traumatisiert sind und so ein Zusammenbruch eines Systems lange braucht, bis wieder was Neues, was Gutes kommt, vielleicht kommt es auch nicht mehr. Deswegen lieber von innen heraus reformieren und sich dafür einsetzen. Ja. Wir leben in einer Zeit, in der immer mehr von totalitären oder totalen Problemen gesprochen wird. Ja, der Klimawandel wird uns alle umbringen, die Pandemie wird uns alle umbringen, es wird überall Kriege geben und so. Ich frage mich, sind eigentlich unsere Probleme größer geworden oder existenzieller? Oder ist nur unsere Selbstständigkeit kleiner geworden und wir flüchten uns in kollektivistisches und totalitäres Denken als Gesellschaft? Und das führt dann eben dazu, dass wir auf den Herrscher hoffen, auf die Erlösung, ja, und auf die Rettung durch die Regierung und verlernt haben, selber zu handeln, zu denken, Dinge in die Hand zu nehmen, Angst zu überwinden und zusammen für was einzustehen. Viele Fragen, wenig Antworten. Ich wollte nur ein paar Anregungen mitgeben und euch hier den Spaziergang ein bisschen noch mit einem Abschluss bereichern. Schön, dass ihr da wart. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Kommt gut an.